Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema: Banken müssen dir beim Kontowechsel helfen. Daueraufträge, Lastschriften und Co. Auf ein neues Girokonto umzustellen. Seit September 2016 darf das kein Problem mehr sein. Die Vorschriften dienen dem Verbraucherschutz, indem sie den Wettbewerb unter den Banken fördern. Doch die Kontowechselhilfe ist nicht immer so einfach wie erhofft. Den Bankenwechsel durchzuführen sollte einfach sein. Wenn du dein Girokonto auflösen und bei einer anderen Bank ein neues Konto eröffnen möchtest, müssen dir beide Banken dabei helfen, wenn du etwas möchtest. Dein neues Konto sollte schnell einsatzbereit sein. Daher legt das Gesetz genaue Fristen für die Banken fest. Einige Banken und Sparkassen haben bereits freiwillig einen solchen Service angeboten. Das Zahlungskontengesetz ZKG hat dies mittlerweile zur Standardpraxis gemacht. Welche Institute und welche Arten von Konten fallen unter das Gesetz? Alle Institute, die Zahlungskonten für Verbraucher anbieten, müssen beim Wechsel behilflich sein. Dies gilt also für Sparkassen, Volksbanken, Geschäftsbanken und auch reine Online-Banken. Das, was der Gesetzgeber als Zahlungskonto bezeichnet, kennst du wahrscheinlich als Girokonto. Dabei spielt es keine Rolle, ob du dein Konto bei einer Filialbank oder als reines Online-Konto führst. Beide Banken müssen außerdem in Deutschland ansässig sein und die Konten müssen in derselben Währung geführt werden. Also hier in Deutschland aktuell logischerweise der Euro. Auch wenn du kein Online-Banking nutzen möchtest, kannst du wechseln. Die Banken müssen die Kontowechselhilfe für alle Girokonten anbieten, einschließlich solcher, die nicht online geführt werden. Wenn Bankmitarbeiter dir die Wechselhilfe verweigern, bleibe hartnäckig. In solchen Fällen solltest du auch die Verbraucherzentrale informieren. Wie startest du den Wechsel? Du kannst den Wechsel komplett von der neuen Bank aus steuern. Eröffne dort ein neues Konto und ermächtige die Bank, dir beim Kontowechsel zu helfen. Das funktioniert entweder über ein Formular in der Filiale oder über das Online-Banking-Portal. Die neue Bank muss dir dann innerhalb von 2 Geschäftstagen von der alten Bank folgende Informationen anfordern: Eine Liste der bestehenden Daueraufträge und Informationen zu erteilten Lastschriftfirmenmandaten. Eine Liste mit Informationen über eingehende Überweisungen und Lastschriften der letzten 13 Monate. Die alte Bank muss dann die angeforderten Informationen innerhalb von 5 Geschäftstagen an die neue Bank und dich zuschicken. Lastschriften und eingehende Überweisungen ab einem von dir festgelegten Datum nicht mehr akzeptieren und die Personen und Unternehmen informieren, warum das nicht mehr möglich ist. Daueraufträge ab einem von dir gewünschten Datum nicht mehr auszuführen, also dass das nicht mehr weiter überwiesen wird. Das restliche Guthaben auf deinem Konto, also auf deinem alten Konto, muss auf das von dir gewünschte Konto und auf zu einem bestimmten Datum, das du entscheidest, auf das neue Konto transferiert werden. Das Konto zu einem von dir gewünschten Datum schließen, also das alte Konto, versteht sich. Wie schnell ist ein neues Konto einsatzbereit? Deine neue Bank muss schnell handeln. Sobald sie diese Informationen von der alten Bank erhalten hat, innerhalb von 5 Tagen, muss die neue Bank Folgendes erledigen: Die gewünschten Daueraufträge einrichten, die du auf der Liste der alten Bank angekreuzt hast. Lastschriften akzeptieren.
Einzahlern, wie zum Beispiel deinem Arbeitgeber, das neue Konto mitteilen und eine Kopie der Ermächtigung zu senden. Falls die neue Bank noch nicht alle erforderlichen Informationen hat, zum Beispiel Postanschriften, muss sie diese rechtzeitig von dir oder der ursprünglichen Bank anfordern. Gleiches gilt für Lastschriften von deinem alten Konto. Die Zahlungsempfänger müssen ebenfalls informiert und mit einer Kopie der Einzugsermächtigung versorgt werden. Anstatt den Schriftverkehr der Bank komplett allein zu überlassen, kannst du bei ihr ein Musterschreiben anfordern und damit selbst Einzahler und Zahlungsempfänger informieren. Grundsätzliche Tipps: Plane kleinere Probleme beim Kontowechsel ein. Lasse das alte und neue Konto daher besser einige Zeit parallel laufen. Prüfe die Liste der Buchungen, also Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge, und korrigiere oder streiche sie gegebenenfalls, falls dort irgendetwas nicht in Ordnung ist. Was passiert, wenn eine der Banken sich sperrt, also verweigert? Zuständig für Beschwerden ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin. Diese kann bei Verstößen Bußgelder gegen die Banken verhängen. Eine Kopie der Beschwerde kannst du auch an die Verbraucherzentrale senden. Was darf dieser Service des Bankwechsels eigentlich kosten? Beide Banken dürfen für den gesamten Service nur Entgelte erheben, wenn dies mit dir vereinbart wurde. Die Entgelte müssen angemessen und an den tatsächlichen Kosten orientiert sein. So schreibt es das Gesetz vor. Was genau angemessen bedeutet, wird sich erst noch zeigen, zum Beispiel durch Urteile. Wenn du die Entgelte deiner Bank für zu hoch hältst, wende dich an die Verbraucherzentrale. Personenbezogene Daten zu Daueraufträgen und Lastschriften müssen kostenlos zugänglich sein. Ebenso wie die Informationen und Listen zu Daueraufträgen, Lastschriftmandaten und eingehenden Überweisungen, sowie die Schließung des alten Kontos. Was gilt eigentlich bei einem Wechsel ins europäische Ausland? Wenn du zu anderen europäischen Banken wechseln möchtest, musst du die alte Bank in Deutschland eben erstmal anfragen, ob diese mit der neuen Bank automatisch kooperiert. Sie muss dir aktuelle Daueraufträge und Lastschriftmandate nennen, sowie die eigenen Überweisungen der letzten 13 Monate auflisten. Damit fällt es bei der neuen Bank leichter, entsprechende Aufträge zu erteilen. Eine neue Bank im europäischen Ausland ist jedoch nicht verpflichtet, dir dabei zu helfen. Hilfe bei der Auswahl eines passenden Girokontos. Vor dem Wechsel steht die Auswahl eines neuen Girokontos. Die Verbraucherzentralen helfen dir bei der Suche nach geeigneten neuen Girokonten mit Tipps, Checklisten und Musterbriefen. Die Regelung ist ein Teil des Gesetzes zum Basiskonto. Die Umzugsregelung ist in dem Gesetz enthalten. Dass es seit dem 19. Juni 2016 auch einen gesetzlichen Anspruch auf ein Basiskonto garantiert. Seitdem kann jeder Verbraucher in Deutschland ein solches Konto bei Banken und Sparkassen eröffnen. Muss ich die Kontohilfe eigentlich nutzen? Du kannst den Wechsel deines Girokontos selbstverständlich auch ohne Unterstützung der Banken durchführen. Es ist letztendlich nicht schwierig, sondern erfordert lediglich ein wenig Fleißarbeit. Erstelle eine Liste, auf der festgehalten wird, welche regelmäßigen Zahlungen, Ein- und Ausgänge auf das neue Konto übertragen werden sollen. Dabei können dir insbesondere die Kontoauszüge des letzten Jahres helfen. Einige Banken bieten neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kontenwechselhilfe auch einen freiwilligen Service an, der den Kunden beim Wechsel unterstützt. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiterhelfen und dich aufklären konnte.
Informiert alle Menschen in eurer Umgebung, dass es diesen Service gibt. Umso mehr Menschen wir darüber gemeinsam aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende vor Problemen stehen. Und klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können, aber klar ist, dass wir den Menschen dabei helfen können. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug und Informationen auf dem Finanzmarkt verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klick doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.